Puh, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Mami-Update. Ich habe schon lange nichts mehr über uns als Familie und die kleine Maus erzählt und das dachte ich, hole ich heute mal nach. Ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben. Ich glaube, das Mami-Sein habe ich jetzt langsam im Kopf und im Blut. Und ja, ich würde jetzt einfach mal drauf losplappern, was die letzten Wochen bei uns so passiert ist. Also, ich fange jetzt mal an mit einem richtig, richtig, richtig netten Thema. Es geht ums Übergeben. Lilly hatte das erste Mal Magen-Darm-Grippe. Wir gehen ja jetzt in die Kita und Lilly bringt seit 4 Wochen die 4. Sache mit. Die ersten 3 Wochen waren Schnupfen und Fieber. Die 4. Woche hat es jetzt richtig in sich gehabt. Wir hatten Magen-Darm. Magen-Darm aber nur oben raus. Zum Glück nicht unten raus. Ich hoffe, das kommt auch nicht mehr. Ihr geht es jetzt aber schon ziemlich viel besser. Wochenende gerade vorbei. Und ja, für mich war es wirklich so, Julian war nicht da, der hatte ein Friends Weekend, der war in Budapest und hat ja, sich die Stadt angeguckt und ich dachte mir so, boah, die letzten Wochen waren voll anstrengend. Ich chill mit Lilly. Wir haben so viel gemacht, wir hatten das Shooting in Kitzbühel, überall war die kleine Maus auch mit dabei und so. Und ja, ich mache mir einfach voll das lässige Wochenende und mache wirklich gar nichts. Ich kann euch sagen, daraus wurde nichts. Ich habe am Samstag zu Sonntag 1,5 Stunden geschlafen insgesamt. Also passt auf, Abend ging so los. Lilly und ich kommen von Oma und Alex. Wir hatten einen super schönen Familientag. Lilly rennt hier rein, geht ins Bett. Ich so, okay, it's me time. Was ist das denn für ein perfekter Start in den Abend? Lilly müde, legt sich hin. Ich voll viel erledigt, noch mit unseren Programmierern gesprochen, dann noch bis 2:30 gearbeitet. 2:30 habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt mache ich mich auf ins Bett, nur noch Zähne putzen. Da höre ich es von hinten. Er weint. Okay, ich renne so nach hinten in ihr Schlafzimmer. In dem Moment komme ich rein, mache die Tür auf und sehe nur so, okay, erstes Mal übergeben. Sie hat sich so erschrocken, kann ich euch sagen. Wollte sofort raus, also hat sich, glaube ich, vor ihrer Kotze, also vor ihrem Erbrechen oder Übergebenen, total geekelt und wollte dann, meinte es dann so, Arm, 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 ich nehme sie hoch und sie so kleckert. Sie hat gekleckert. Ey, das war wirklich eklig. Also in ihrem Bett dann sah es nicht so schön aus, aber es war so niedlich. Sie hat gesagt, sie hat gekleckert. Na gut, also ich gesagt, Lilly, also ich bin ja da, bei sowas bin ich ganz ruhig, weil sie ist schon sehr, sehr panisch gewesen, so mit Arm, Arm und so. Deswegen bin ich total ruhig, damit ich das nicht übertrage, dass ich das jetzt auch nicht so schön fand. Und es hat auch nicht gut gerochen, weil Lilly hatte davor eine Bulette. So roch es auch. Ey, wirklich, unsere ganze Bude hat nach Erbrochenem und Bulette gerochen. Gut, dachte ich, machen wir jetzt mal ihr Bett sauber und so weiter. Fang dann an, alles in die Waschmaschine zu machen, Bett von ihr neu zu beziehen und denke mir so, okay, bisschen Schiss hatte ich schon, dass sie an ihrem Erbrochenen, wenn ich sie jetzt allein schlafen lasse, irgendwie erstickt nachts, falls es nochmal passiert. Aber so weit hatte ich eigentlich noch gar nicht gedacht, dass es auf jeden Fall nochmal passieren wird. Ich nehme sie mit rüber in mein Bett. Alles ist paletti nach einer Stunde. Wir schlafen wieder ein. Nach 20 Minuten merke ich so, da robbt was an mich ran und ich so, oh, sie will kuscheln, mein Kuschelkind, endlich habe ich's. Auf einmal wird sie so, also steht sie auf, weint und ich drehe mich so um und in dem Moment sehe ich nur, wie alles rauskommt. Also wirklich, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aus der Nase, aus dem Mund, mit Stücken, ach so, Wiener hat sie auch noch gegessen, mit Pelle. Ey, was da rauskam. Ich sag's euch, mein Bett, also es war ja nachts und es war dunkel und es war rot. Und ich habe mich voll erschrocken, weil ich dachte, okay, da ist jetzt vielleicht Blut dran oder sowas. Aber es war einfach nur Mageninhalt. Es war so. Alles war voll. Julians Bett, mein Bett, ihr Bett, die Bettlaken. Ich so, gut, es ist, ich weiß gar nicht, was da war. Ich glaube, da war es so 3:30 oder sowas. Ich so, na dann fangen wir doch mal an, meine hauswirtschaftlichen Tätigkeiten hier unter Beweis zu stellen. Wir beziehen alles neu, waschen, machen schon mal in den Trockner, stellen das alles ein und so. Eine Stunde später, wir legen uns wieder hin. Ich so, okay, jetzt ist aber alles draußen und ihr geht's auch viel besser. Also ich so, Lilly, geht's dem Magen besser? Wie geht's dir? Gut. Ich so, yay, wir können schlafen. Also auf jeden Fall 5:30. Ist es dann schon gewesen? Nee, Quatsch, es war 5. 5:30 ging es wieder los. 3. Mal Bett beziehen. Ja, zum Glück habe ich genügend Laken, sage ich euch. Zum Glück habe ich gerade Bettlaken gekauft und Bettwäsche einmal für uns. Ich habe das dann nochmal gemacht. Dann war es irgendwie 6. Wir haben es 7.15 Uhr geschafft, danach zu schlafen. Lilly war hellwach. Ihr ging es auch gut. Lilly war hellwach, meint Essen.
will raus aus dem Bett, steht auf, läuft freudestrahlend hier ins Wohnzimmer und ich komme so hinterher und sehe es nur von hinten, wie sie da rauskommt. Aber diesmal war nichts mehr drin im Magen, sondern es war Wasser. Es war wirklich, also so wie ich jetzt meine Arme ausbreite, so viel Wasser war auf dem Boden. Es war wirklich nichts anderes und es kam dreimal hintereinander und die hat sich so erschrocken einfach wieder über sich selber, weil sie guckt so auf den Boden und wahrscheinlich, hä, was ist das jetzt? Also Wasser ist mir ja noch nie passiert. Und genauso wieder krass erschrocken, danach war sie auch wirklich fertig. Also sowas zehrt ja auch an den Kräften. Und für mich war es auch so, also vielleicht die Mamis unter euch denken so, Mann, Alina, hab dich nicht so. Für mich war das so, mein Kind erbricht und ich kann nicht helfen. Also so, man kann nichts machen. Man kann sie halten und versuchen noch in die Richtung zu lenken, wo sie hinbricht, wo wir nicht nochmal alles sauber machen müssen. Also ich habe da schon ausgepolstert mit so Molton-Tüchern und sowas. Boden ist ja nicht so schlimm. Also auf jeden Fall, danach war sie wirklich, wirklich sehr, sehr fertig. Hat auch wenig getrunken, wollte auch nicht mehr trinken, weil sie ja immer gemerkt hat, immer wenn sie was trinkt oder isst, dann, also das war das nächste Mal übrigens, sie wollte Nudeln morgens. Ich so, okay, erfülle ich meinem Kind den Wunsch von Nudeln. Dachte mir auch nicht, dass Nudeln so schwer verdaulich sind. Daran habe ich gar nicht gedacht. Und ja, im Endeffekt sind die Nudeln halt auch wieder oben drauf, rausgekommen. Und danach wollte sie auch nicht mehr so viel essen und trinken. Und es ging halt den ganzen Vormittag und sie wurde halt immer so ein bisschen schlapper und schwächer und sowas. Wollte aber auch nicht schlafen, war halt voll verunsichert. Immer wenn sie sich hinlegt, ja, kommt halt raus, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich dann die Ärztin gerufen, weil sie hat schon wirklich wenig getrunken und wegen dem Flüssigkeitsverlust und bei kleinen Kindern war dann auch Sonntag, ne? Und Ärztin kam, passt mal auf, Lilly, Schauspielerin Lilly, richtig gut drauf. Also sie ist vorher kurz mal eingeschlafen, eine halbe Stunde, wahrscheinlich Powernap, Lilly, richtig gut drauf. Und die Ärztin so, ja, kennt man schon, also wenn wieder jemand Neues ist oder sowas. Ärztin geht aus der Tür, Lilly, platt, boom, peng. Ey, die war so müde und tot. Es war wirklich so, als ob ich wollte die Ärztin veräppeln. Mir war es schon voll unangenehm, weil Lilly so, komm, und wollte der Ärztin auch was zeigen und zeigt ihr dann das Wohnzimmer und dann setzt sie sich dahin und so. Und ich dachte mir so, okay, ich habe mal kurz den Arzt gerufen und ihr geht's perfekt. Aber Ärztin ist draußen, Lilly wieder voll Richtung Schlafzimmer, wollte dann schlafen gehen. Sitze ich da, nehme sie auf dem Arm. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Lilly legt ihren Kopf auf den Arm und ich wieder so. Und auf einmal macht meine ganze Haarhälfte war voll. Ey, ich dachte mir so, es ist wirklich eine Nummer, aus der komme ich hier nicht mehr raus. Julian ja immer noch nicht da. Und dann kam der aber und ich erzähle ihm gerade noch so und er so, ja, man kann es sich ja nicht so richtig vorstellen. Er nimmt sie so auf den Arm und sie erbricht wieder einmal komplett an Julian runter und ich dachte so, na wenigstens hat er es auch abbekommen und sagt nicht, ich erfinde sowas, also so wie schlimm das wirklich war. Und ja, dann ging es wieder ans Wischen, an Lilly sauber machen, ans Duschen, ans Zähneputzen und dann hat sie geschlafen und ab da wurde es dann auch besser. Wir haben dann auch noch ja, von der Ärztin was verschrieben bekommen, was ihr mir übrigens auch alle empfohlen habt. Es gibt so Übelkeitszäpfchen, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, es gibt nur so Tabletten, die sie, also so Kapseln, die sie nicht so gerne schluckt und sonst kenne ich nur Fiebersaft und so, aber Zäpfchen haben super geholfen. Sie wurde auch richtig müde. Wir hatten, glaube ich, die von Vomex verschrieben bekommen und wir haben noch so eine Elektrolytlösung in Erdbeere bekommen. Die hat sie dann auch noch genommen und seitdem geht es uns wieder gut. Also Geschichte jetzt erzählt, aber es war wirklich herrlich. Also mit Sachen wie Mama, ich habe gekleckert und mein wirklich eineinhalb Stunden Schlaf, weil ich nur beim Waschen, Saubermachen, Zähneputzen war. Also das war unsere erste richtige Krankheit. Und ja, ich weiß nicht, wie war es bei euch? Es ist wirklich, ich kann nicht mehr, wirklich. Das Wochenende war der Hit. So, neues Thema. Lilly im Kindergarten klappt jetzt ganz gut. Sie ist, wie gesagt, öfter mal krank, wie ihr gerade gehört habt. Aber es ist nur noch so, wenn ich da bin, ich gehe jetzt nur noch mit rein und dann gehe ich ja auch gleich wieder. Da ist wirklich Riesengeschrei, einmal ganz kurz, 30 Sekunden, ich bin aus der Tür, ich höre sie schon nicht mehr. Und komme dann auch wieder und kriege dann zu hören, ja, sie wird auch geduldiger, also sie lernt auch dann ein bisschen zu warten, weil es ist ja auch nicht gewohnt von ihr zu Hause, ist ja Einzelkind. Und wir erfüllen ihr natürlich auch gerne Wünsche, wenn wir mit ihr uns beschäftigen.
Ja, und jetzt ist aber auch wirklich so, sie ist da nicht immer gut. Sie ist schon, sie isst eigentlich sehr, sehr viel, aber kommt halt immer darauf an, wie viel. Sie kostet, glaube ich, mal. Und dann, wenn es ihr nicht schmeckt, dann lässt sie es halt und weiß eh, Mama geht danach noch was holen oder macht zu Hause noch mal was. Sie schläft dann noch nicht. Das machen wir ab dieser Woche. Da bin ich mal richtig gespannt drauf, ob sie auch liegen bleibt. Und vielleicht ist es auch so wie so ein Gruppenzwang. Also wenn sie sieht, dass alle schlafen gehen, dann geht sie vielleicht auch mitschlafen. Richtig gespannt. Sie knetet da. Die haben jetzt gebacken. Sie geht da schon sehr auf und sie geht auch gerne zur Kita. Wenn ich abends erzähle, also ich versuche immer so ein bisschen drauf vorzubereiten, wir gehen bald wieder in die Kita und morgen früh machst du das da und ja, dann geht ihr, weiß ich nicht, morgen malt ihr wieder oder sowas oder da kommt die Tanzlehrerin oder so eine Bewegungslehrerin oder die Gesangslehrerin, was auch immer da einmal die Woche kommt. Und ja, also wirklich ganz toll und bin ich jetzt richtig zufrieden, dass sie jetzt da öfter hingeht. Bin gespannt, wie gesagt, aufs Schlafen. Da informiere ich euch dann aber auch, wie das so läuft bei uns. Oh, eine Sache habe ich. Passt auf. Ich habe ja gesagt, bei uns ist im Moment ziemlich stressig. Und ich glaube, über Instagram kommt es manchmal so ein bisschen so rüber, als ob Perfect Mama Alina kriegt alles unter einen Hut. Und bei anderen ist es nur, oh, ich muss mich mal anders hinsetzen, mein Bein ist eingeschlafen. Nur bei anderen ist es so ein bisschen ja, schwerer zu Hause und sowas. Natürlich habe ich mit meinem Job Glück, so wie heute. Lilly ist noch nicht ganz fit. Ich kann von zu Hause arbeiten, ich kann ein Video drehen von zu Hause, ich kann sie auch mitnehmen. Das ist ja nicht bei jedem so. Aber ansonsten ist bei uns die letzten Wochen wirklich sehr, sehr viel zu tun. Es gibt auch ganz viele, die jetzt im Urlaub sind, wo man vielleicht ein bisschen mehr übernehmen muss. Oder aber auch ganz viele Projekte wie neues Programm, Boom Boom Shooting in Kitzbühel. Jetzt kommt Live-Walk, Athletentreffen von Rocker. Dann auch der ganz normale Bürokram und die ganzen Ideen, die ja auch irgendwie erstmal von uns ans Team übertragen werden müssen, nachgefasst, Feedback gegeben und so weiter und so fort. Und auch das Team möchte ja mal mit uns interagieren. Also da ist der Spagat zwischen Mama sein und arbeiten wirklich sehr, sehr groß bei mir im Moment. Und man sieht es mir, glaube ich, auch an. Ich versuche dann den Spagat so auszuleben, dass ich, also wenn ich mit Lilly bin und ich weiß, ich habe noch so viel zu tun, dann ist es natürlich in meinem Hinterkopf. Das kann ich ja nicht abschalten. Und das ist für mich sehr, sehr schwer. Und ich übe immer noch daran, zu sagen, okay, ich mache es am Abend, weil ich ja immer so Eat the Frog-mäßig alles am Tag einmal abarbeiten möchte. Und dann habe ich einen coolen Tag. Also versuche ich ja auch immer euch beizubringen. Macht die Aufgaben, die ihr hasst und die wirklich schwer sind oder wo ihr vielleicht auch noch ein bisschen mehr Kopf dafür braucht, immer am Anfang. Und dann könnt ihr den Tag ein bisschen entspannter ausklingen lassen und die coolen Sachen machen. Ja, funktioniert mit Lilly natürlich nicht, wenn wir morgens irgendwas zusammen machen und spielen und sowas. Und habe dann natürlich auch immer das schlechte Gewissen, oh, ich arbeite jetzt nicht. Andererseits, wenn ich auf Arbeit bin, dann bin ich da auch ziemlich, also da muss ich, also wie, was heißt, ich bin immer sehr, ihr wisst ja, ein sehr ehrgeiziger Mensch und will da viel vorantreiben, viel machen. Hab dann aber im Kopf, oh nein, eigentlich könnte ich auch gerade Zeit mit meiner Tochter verbringen, die ich jetzt hier auf Arbeit verbringe. Also dieses im Kopf, dieser Spagat, den Spagat zu machen, das ist für mich auch sehr, sehr schwer. Und auch mir zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung. Andere Eltern gehen ja auch arbeiten und müssen arbeiten gehen und sind nicht 24 Stunden mit ihrem Kind zusammen. Jetzt war es ja auch so, wir nehmen sie natürlich mit nach Kitzbühel, wir nehmen sie mit mal ins Büro, wir machen hier zu Hause mit ihr was und die ist immer in Action und immer mit uns zusammen und wir versuchen sie natürlich auch in unseren Tagesablauf zu integrieren. Anders würde es für uns nicht klappen. Also ich kann nicht alles auf mein Kind ausrichten und nur an ihm kleben und nur machen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist. Sondern für uns war einfach klar, Lilly macht das mit, was mitzumachen ist. Und solange es ihr nicht schlecht geht und sie nicht sagt, ihr geht's nicht gut. Wenn sie jetzt zum Beispiel krank ist, dann sind wir natürlich auch ein bisschen gesettelter und in Ruhe. Aber ansonsten muss die Dame und die kleine Maus mit ran. Jetzt war es ja so, wir kamen aus Kitzbühel und sie fliegt ja schon seitdem sie 3 Monate ist. Da ist sie ja zum Beispiel das erste Mal 6 Stunden nach Dubai geflogen. Wir kamen nur aus Kitzbühel, also aus Salzburg, sind geflogen, 1 Stunde 20 und es war der erste Flug, der nicht easy war. Also Lilly ist wirklich ein Easy-Kind. Natürlich muss sie beschäftigt werden auf dem Flug, wenn sie nicht schläft. Aber da ist nichts mit Schreien und es tut ihr weh und Ohrenschmerzen und sowas gewesen, sondern die war immer locker flockig und hat da das ganze Flugzeug unterhalten mit ihrer super Art, also mit ihrer offenen Art. Dieses Mal das erste Mal abends geflogen und vielleicht auch mit Hinblick auf, da kam danach ein Magen-Darm-Virus. Vielleicht ging es ihr schon nicht so gut, hatte super Ohrenschmerzen beim Landen.
Und da habe ich auch ganz tolle Tipps von euch bekommen. Also wir haben immer natürlich einen Nuckel und daran kann man ja ziehen. Zum Beispiel, wenn sie gerade nicht trinken will oder ihr nicht mehr stillt. Also ich stille jetzt auch nicht mehr. Dann trinken die ja, um diesen Druckausgleich zu machen. Oder man kann eine Stunde vorher Nasenspray geben, damit die Nase schön frei ist und sowas. Das machen wir alles ganz natürlich. Also das ist bei uns schon so mit drin. Aber sie hatte trotzdem beim Landen extreme Ohrenschmerzen. Und das war etwas, was hat mir wirklich das Herz zerrissen. Hat Julian sie dann auch gehabt und sie hat geschrien wie am Spieß. Andere dachten vielleicht ist sie müde oder bockig und sie will nicht sitzen bleiben oder sowas, aber sie hat wirklich gesagt, aua, 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 und hatte halt wirklich beim Runtergehen starke Druckohrenschmerzen. Und habt ihr mir einen mega Tipp gegeben und ich kannte den nicht und ich muss auch erstmal ausprobieren, ob der für uns funktioniert, aber es gibt für Kinder anscheinend so eine Earplugs, so eine Ohrenstöpsel, die den Druck ausgleichen. Da muss man natürlich immer sehen, lässt sie die drinne? Das ist natürlich die nächste Frage, weil mit zwei ist man ja jetzt noch nicht so, dass man alles, also verstehen schon, aber dass man das auch umsetzt und der Bitte der Mama nachgeht, bitte jetzt diese Ohrenstöpsel im Ohr zu lassen. Das ist ja jetzt nicht immer so. Und da bin ich jetzt gespannt beim nächsten Flug. Da werde ich die Dinge auf jeden Fall mal kaufen und ausprobieren und euch natürlich auch berichten. Aber vielen Dank auch da an der Stelle schon mal für eure ganzen Tipps. Für mich auch wahnsinnig wertvoll. Deswegen mache ich das hier auch, um einfach ein bisschen von mir zu erzählen, wie ich mit Sachen umgehe, wo ich vielleicht ein bisschen ruhiger bin und mein Ego also nach hinten stellen muss und nicht sagen kann, hier stinkt's oder mein Kind hat jetzt sich übergeben oder so, sondern versuche auch meine ruhige Art dann auf sie zu projizieren, dass sie einfach vor gewissen Dingen keine Angst haben muss. Ich erzähle ja auch, dass der Arzt jetzt kommt, damit es ihr besser geht und also einfach so ein bisschen, dass sie weiß, was jetzt passiert, wer jetzt kommt. Also ich versuche ganz viel, was ich tue, immer zu erklären. Beispielsweise Thema Bock, habe ich letztens erst erzählt. Wir hatten, es ist jetzt bestimmt schon der zweite Bock, aber der war richtig krass. Ich war ja alleine am Wochenende, wie gesagt. Und Lilly steht morgens um 10 vorm Gefrierschrank und sagt Eis. Eis, Eis, Mama, Eis, Eis. Ich dachte mir so, Lilly, wir gehen um 12. Also wir waren jetzt auf dem Weg zu Oma. Oma ist ja schon ein bisschen früher Mittag. Auf dem Weg zu Oma, da gibt es gefüllte Paprikaschote mit Kartoffeln und sowas. Und ich weiß ja, Oma kauft dann auch Früchte und macht und tut. Und da kriegt sie ja manchmal auch noch ein Eis bei Oma. Also wir waren bei Oma mal, also mit meiner Oma. Und Oma und Opa und sowas. Deswegen habe ich gesagt, also erstens gibt es auch morgens bei mir jetzt nicht normal um 11 ein Eis oder um 10. Also Lilly, richtig krass angefangen zu bocken. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ey, die hat geschrien, die hat mich angeschrien, die ist mir hinterhergerannt und wollte so gehauen und sowas. Da habe ich gesagt, Lilly, Mama möchte auch nicht gehauen werden. Es tut ihr weh, passt auf, wir essen jetzt erst Mittag, dann könntest du vielleicht danach ein Eis bekommen und sowas. Also ich versuche ihr das alles zu erklären, auch wenn man immer denkt so, hat sie jetzt nicht verstanden, weil sie macht ja weiter oder sowas. Aber man muss einfach dranbleiben. Irgendwann versteht sie es ja auch und vielleicht auch durch die Art, es zu erklären, einfach ist es besser, als zu sagen, Lilly, jetzt halt doch mal den Mund, jetzt reicht's aber, es stresst mich oder sonst was. Das bringt genauso wenig. Also da lebe ich meine Art eher noch aus und vielleicht versteht sie es einfach für später, wenn ich immer wieder wiederhole, was ich tue, warum ich es tue, dass ich sie verstehen kann. Das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass Kinder möchten verstanden werden. Ich lese ja auch ganz viel, also vielleicht an der Stelle auch nochmal, habe ich gerade gelesen, starke Kinder brauchen Regeln und davor ja auch das gewünschte Wunschkind aller Zeiten, der entspannte Weg durch die Trotzphasen. Beide Bücher kann ich super gut empfehlen, fand ich sehr, sehr interessant, auch so kleine Kniffe und Tipps, die man da hat. Ja, und wie gesagt, versuche ganz ruhig sie zu verstehen und anzunehmen, dass ich ihr Gefühl, was sie jetzt hat, weil sie hat auch Gefühle, die man ernst nehmen muss, auch wenn sie zwei ist. Man denkt so, sein eigenes Gefühl als Erwachsener ist anscheinend Mehrwert. Aber warum ist das Mehrwert? Das stimmt überhaupt nicht. Sondern die kleine Maus hat da gerade das Gefühl, sie möchte ein Eis und Mama versteht es jetzt nicht, weil sie will es sofort und kann es einfach vielleicht auch noch nicht nachvollziehen. Was ist denn nachher? Sie weiß nicht, was denn nachher, wann nach Oma ist, wann sie dann Eis bekommt. Kriegt sie das überhaupt? Weiß ich nicht. Vielleicht erzählt Mama ja auch Quatsch. Da müsst ihr auch Sachen nochmal einhalten, die ihr dann sagt und die ihr macht. Oder vielleicht sie einfach nochmal fragen, möchtest du denn jetzt ein Eis am Nachmittag? Wir waren zum Beispiel dann in einem Einkaufszentrum und haben ihr eine kleine Schokoladenkugel gekauft. Und sie hat sich riesig gefreut. Also einfach in den Arm nehmen, erklären, warum jetzt nicht, warum nachher, dass man das Gefühl, also ihr das Gefühl gibt, verstanden zu werden. Und in den Arm nehmen, einfach geliebt werden, ist, glaube ich, immer gut. Ja. So, jetzt muss ich aber mal gucken, was ich hier für euch noch aufgeschrieben habe. Ich habe heute irgendwie das Gefühl, ich habe total viel, nicht Negatives erzählt, aber bei uns ist im Moment so viel daneben oder schief gegangen. Und eine Sache, die ist echt herzallerliebst, die erfüllt meinen Tag. Sie plappert ohne Ende jetzt. Es ging von
einem Tag auf dem anderen, da ging es los. Also wir sitzen am Wochenende bei Oma am Tisch, da sieht sie was, Bank, Essen, Kartoffeln, was hat sie denn noch gesagt, Hut, Kapuze. Und dann, also als ob ich jetzt so oft das Wort Armband benutze. Armband, also sie guckt Sachen an und sagt das einfach wild drauf los und du kannst jetzt richtig fragen, wie heißt du, und sie sagt Lilly und wie alt bist du. Wie alt bist du klappt noch nicht immer, aber sie ist auch kein Zirkushund, das muss man auch dazu sagen, ne? Ich denke immer so, okay, wir üben das jetzt mal, aber wenn sie keine Lust hat, jetzt so einen starken Charakter, dann hat die keine Lust, dann muss man ja was anderes finden, was man mit ihr spielt. Übrigens habe ich auch ganz viele Spiele jetzt gekauft, wie Memory, ein paar Puzzle habe ich gekauft. Ich habe so ein Tip-Toy oder sowas, wie heißt es, mit so einem Stift, wo man zum Beispiel Bücher vom Bauernhof hat und dann die Geräusche der Tiere zum Beispiel nachgemacht werden oder ein bisschen was über die Tiere erzählt wird. Sowas habe ich jetzt gekauft, einfach um ein bisschen mit ihr zu machen und auch sie entscheiden zu lassen. Sie knetet zum Beispiel super gerne, wir haben von Play-Doh ganz viel Farben. Ich frage sie dann nochmal zum Beispiel, welche Farbe möchtest du jetzt haben? Dann backen wir zusammen eine Pizza, stechen Herzen aus. Da sagt sie auf einmal Herz, Stern. Dann guckt sie nach oben in den Himmel und sagt Mond. Dann sucht sie den Mond den ganzen Abend. Also ich sag euch. Also es macht richtig, richtig viel Spaß, mit ihr zu spielen, wo sie jetzt so viel kann. Wie gesagt, ich sag's immer wieder, ich wollte immer ein kleines Baby, so einen kleinen Säugling bei mir auf dem Arm haben. Aber es ist so toll, dass sie wächst und so viel mehr kann jetzt. Ich bin, ja, ihr seht, ich bin verliebt in mein eigenes Kind. Ich weiß nicht. Ich glaube, man sieht es mir an, oder? Ich liebe einfach jetzt Mama sein. Und das auch nochmal dazu, dann sind andere Sachen, dieses Job und Mama sein, diese Waage, die müsst ihr irgendwann finden, das groovt sich irgendwann auch besser ein. Ihr habt auch weniger schlechtes Gewissen, wenn ihr euch dann mal wie sie ist im Kindergarten, dann konzentriert euch an der Zeit wirklich auf euren Job, auf eure Aufgabe oder was ihr an dieser Zeit auch immer erledigen müsst und braucht kein schlechtes Gewissen haben. Der geht super gut im Kindergarten, die spielt mit anderen Kindern, der soziale Kontakt. Also ich sehe einfach, wie krass positiv das für sie ist, weil ich anders mit ihr spiele einfach. Aber das ist vielleicht auch nach der Kita dann toll, einfach mit Mama zu spielen. Ich habe ja den ganzen Tag mit anderen Kindern zu spielen versucht, euch nicht so einen Stress zu machen, lasst euch von der Gesellschaft keinen Stress machen, was für eine Mutter ihr sein müsst. Ihr müsst überhaupt keine Mutter sein, Hauptsache ihr liebt euer Kind und eurem Kind geht's gut. Und ihr wirklich, also diesen ganzen Druck, den kriege ich ja auch mit und auch viel erzählt von anderen. Macht euch da nicht so viele Gedanken drüber, sondern seid einfach die beste Version eurer selbst und ihr werdet einfach merken, ob es eurem Kind gut geht oder nicht. Das kann doch kein Mensch von außen beurteilen. Und ja, jetzt denke ich mal, bin ich jetzt erstmal fertig. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte ganz viel euch ja ein bisschen wieder mitnehmen, was bei uns gerade so alles passiert. Und ein paar Sachen auch, waren vielleicht interessant für euch. Könnt mir auch gerne immer drunter schreiben, wie ihr Sachen macht. Das finde ich mega interessant. Ich lese wirklich jedes Kommentar. Einfach, weil ich ja auch noch nicht allwissend bin und viele von euch sind vielleicht schon länger Mama als ich oder würden Sachen auch anders machen als ich. Und sowas höre ich mir auch immer ganz gerne an. Man kann sich ja überall mal was abgucken oder einfach Tipps mal ausprobieren oder sowas. Und dafür bin ich auch richtig, richtig dankbar. Also vielen, vielen Dank und fürs Zuschauen und für eure Tipps und für alles. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.